Schönen guten Morgen, heute geht's weiter mit Umzugs-Action. So, ich bin mittlerweile wieder in der Wohnung und ich wollte euch mal die unschöne Konstruktion der Rollos hier zeigen, die ich jetzt abbauen werde. Die Wände sind übrigens ganz toll getrocknet. Ist natürlich jetzt super, dass ich bei dem Licht filme. Auf jeden Fall werde ich jetzt diese Rollos abbauen und die Löcher zuspachteln, damit wir das irgendwie übermorgen oder morgen überstreichen können. So, neuer Tag und ich glaube, in jedem Umzugsvideo trage ich diese Jacke einfach, weil ich die jetzt aktuell bei diesem Wetter, was sehr wechselhaft ist, einfach immer über ein kurzes Oberteil drüber ziehe, aber okay. Ich habe gerade eine große IKEA-Bestellung gemacht und beim dänischen Bettenlager was bestellt, ein Möbelstück, was wir leider nicht abholen können. Und jetzt dachte ich mir, so baue ich mal unser Bett auseinander, weil das sollte morgen umziehen, so. Weil hier steht immer noch nichts weiter. Die Kartons gehören ja nicht mal hierhin. Und damit kriegen wir kein Auto voll. Definitiv nicht. Ja, deswegen baue ich jetzt mal das Bett auseinander. Und hier ist nämlich noch eine Matratze von unserem Bett, was wir in der alten Wohnung hatten. Also da mussten wir ja so ein schmales Bett kaufen. Und das Bett haben wir verkauft, die Matratze ist noch da. Und die bleibt dann auch hier, da können wir hier drauf schlafen. Und dieses Bett mit Matratze zieht dann schon um. Unsere Bettdecken bleiben noch hier. Da muss ich dann gleich noch unsere Gästebettwäsche beziehen und dann, dass die mit umzieht. Das heißt, wir können dann theoretisch überall schlafen, haben überall Bettzeug und so. Genau, und ich dachte mir so, können wir ja jetzt hier mal wirklich für Chaos sorgen. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy, oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw. Ja, und das ist jetzt die Lage. Hier liegt tatsächlich ein ganzes Bett in Teilen. Hier ist das Bettzeug für dort. Also das habe ich jetzt frisch bezogen. Super, sehr, sehr schön. Ja, da kam die Post und hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Also ich habe dann mein Paket entgegengenommen, bin dann in die Küche gegangen, dies, das. Und dann dachte ich so, ja, ich war eigentlich hier gerade noch am Drehen, aber gut. So, und jetzt steht gerade hier die Matratze. Ich habe versucht, die alleine zu rollen und dann 10 Runden Panzertape rumzuwickeln, aber ich war einfach zu schwach dazu, da musste ich dann auf Tim warten. Genau, und hier habe ich jetzt, also ich habe das Bettlaken natürlich abgezogen, was da drauf war, wo das unter dem Bett lag, weil das natürlich eingestaubt und das wird dann gewaschen und kommt in den Trockner und dann ziehe ich das hier wieder drauf. Genau, die rollen wir zusammen. Frisches Bettlaken habe ich hier schon reingepackt, aber für den Transport ist es, glaube ich, ganz gut, wenn das Bettlaken da drum ist. Ja, und dann würde ich sagen, also diese Sachen hier plus halt der Sack und die zusammengerollt könnten bestimmt wieder eine Autofüllung hergeben. Wobei, also andererseits könnte ich natürlich noch 2, 3 Sachen zusammenpacken, weil wir nicht nur morgen eine Fuhre machen, wir machen noch übermorgen und überübermorgen und übermorgen eine Fuhre. Weil irgendwann kommen nämlich auch die bestellten Sachen dann an, also werden halt geliefert. Und dann müssen wir ja auch safe dann dort sein. So, hier mal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe nämlich wirklich hier schon einiges in Bewegung gesetzt und ja, man sieht es jetzt, von hier aus sieht man es doch noch ein bisschen, aber ich habe hier auch schon den Teppich versucht wieder zu regenerieren. Ja, aber hier gehen also auch Dinge vor sich. Man glaubt es kaum.
So, geisteskranke, wenige Minuten später habe ich dieses Bett einfach fast komplett alleine abgebaut. Ich weiß nicht, wieso ich so gestört bin. Aber hier sieht es jetzt halt noch besser aus. Hier sind jetzt halt auch Bettteile von Karls Bett. Und hier sind seine ganzen Kuscheltiere und alles drin. Und wenn ihr schon mal ein Hochbett ab- oder aufgebaut habt, dann wisst ihr, wie scheiße das alleine geht. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe das halt jetzt trotzdem gemacht. Und Karl hat mir zwischendrin eine Schraube abgenommen. Und Tim und Karl haben jetzt doch kurz eine so eine Stange gehalten. Ansonsten habe ich das auch immer so, ich habe mit links so ganz weit drüben geschraubt und mit rechts habe ich so dann so ein Teil noch festgehalten. Also es funktioniert schon alleine. Aufbauen wäre, glaube ich, schwieriger. Vor allem, weil dieses Hochbett einfach eine Milliarde Teile hat. Und ich habe das ja jetzt immer nur, also ich habe das ja in 4 Seiten plus Leiter plus unten einen Querbalken zerlegt. Also viel mehr war es ja nicht. Der Lattenrost, der ist dann zwischendrin auch noch rausgefallen. Ja, aber wir müssen jetzt mal einkaufen gehen, weil wir haben ja trotzdem noch ein ganz normales Leben hier nebenbei. Können ja nicht nur umziehen oder sonst was. Ich habe heute auch 3 Maschinen Wäsche gewaschen und so. Also keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, ohne mich zu zerteilen. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt dann gleich erstmal einkaufen. So, Karl hat jetzt eine Nacht hier auf der Matratze geschlafen und jetzt hat er wieder sein Reisebett. Und die Matratze habe ich schon zusammengerollt mit Panzertape, höchst professionell. Mal gucken, also die kommt heute auf jeden Fall mit. Seine Bettteile sind nämlich gerade schon teilweise am Einladen. Ob das hier noch reinpasst, wissen wir jetzt gerade nicht, genauso wie das hier. Aber das ist jetzt auch noch nicht eilig so. Und ja, hier stehen Bettteile. Die hier könnten theoretisch mit. Aber der Vorrang haben jetzt wirklich erstmal die ganzen Bettteile und unsere Bettwäsche. So, wir sind in der neuen Wohnung, wie man sehen kann. Und ich bin schon wieder in Malersachen. Ich werde jetzt im Schlafzimmer Stellen mit Weiß überstreichen, die ich zum einen zugegipst habe und wo so Flecken an der Wand sind. Genau, und dann kann ich hier nämlich auch sauber machen, damit hier auch weiter dann eingeräumt werden kann. Everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this. So, das ist jetzt schon eine sehr krasse Veränderung dieses Raumes. Ja, sehr schön. Hier, wie gesagt, kommt dieser Blumenkranz hin. Ich weiß gar nicht, ob ich den gezeigt habe. Also ich habe den schon mal rangehalten, es passt, dass er das komplett verdeckt, aber wir dürfen heute nicht Nägel in die Wand einschlagen, deswegen. Ja, und hier fehlen noch die Fächer, die sind noch nicht mit umgezogen. Ja, hier ist, ist halt ein Gang so. Hier kommt der Kleiderschrank hin und daneben eine Kommode, die zu der Kleiderschrankserie gehört, also die dazu passt. Und dann ist der Raum hier nämlich auch schon fertig. Also ich meine, so groß ist er nicht, ne? So, Karls Bett steht. Bettzeug ist auch schon drauf, frisch bezogen. Seine Kuscheltiere schlichtet er gerade hin. Und hier sind jetzt die ganzen Kissen. Und mein neues Sofa. Genau, das Sofa habe ich ja gestern bestellt. Aber Mami hat einfach gefragt, ob meine Wand auch lila sein soll. Ja, und jetzt haben wir hier eine lila Wand. Richtig cool. Genau, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Auf jeden Fall habe ich bemerkt, dass ich vorhin, also ich habe hier Stellen überstrichen. Und das sieht man jetzt total, seht ihr das? Das liegt daran, dass diese Wand hier von den Vormietern scheinbar nicht weiß gestrichen wurde. Sondern einfach so hinterlassen wurde. Und jetzt habe ich hier mit einem schönen, sauberen, ordentlichen Weiß drüber gestrichen und jetzt sieht es scheiße aus. Das heißt, wir müssen diese Wand nochmal komplett neu streichen. Hier habe ich auch ein bisschen ausgebessert, die also auch. Und über den Fenstern, wo ich auch ausgebessert habe, also müssen wir diese 2 Wände nochmal komplett streichen, was eine große Scheiße ist. Und jetzt zeige ich euch mal noch hier drüben. Wir haben nämlich Farbe noch geholt, also diese Farbe. Das sind diese originalen Farben, die wir in der anderen Wohnung auch hatten. Und hier möchte ich diesen Bereich, also bis hierhin, das gehört ja noch zum Wohnzimmer, beziehungsweise eigentlich bis hier gehört zum Wohnzimmer, vielleicht streiche ich auch wirklich bis zu der Kante von diesem Ding da. Hier möchte ich in dem Grünton streichen, den wir in der alten Wohnung auch hatten. Und dann hängen wir hier das große Bild auf mit den 1000 Blumen. So, und hier diese Wand möchte ich in dem Gelbton streichen aus dem Wohnzimmer und dann hängen wir da diesen Banner auf, diesen schwarzen, den wir über unserem Esstisch haben. Und dann haben wir hier diese 2 Farben.
Das kommt dann alles wieder hier in dem Teppich und vom Sofa und sowas. Genau, und dann haben wir hier noch ein bisschen dann gelbe Deko so draufstehen. So, kommen wieder zurück, geht's hier schon weiter. Ich habe jetzt hier mal alle Fächer rausgetan, weil, also müssen wir ja raustun, um das zu transportieren. Ich hoffe, dass Tim und ich das Ding dann so, wie es ist, weggetragen kriegen. Und jetzt muss ich hier gerade alles entstöpseln, weil wir wollen den, also der Fernseher bleibt auf jeden Fall noch eine Weile hier hängen. Und wir wollen den ja auch noch benutzen. Deswegen muss ich das jetzt hier erstmal alles abbauen. Da muss ich dieses Ding wegziehen und dann muss ich alles wieder ranbauen. Also das wird hier spannend. Ja, die bleiben auch erstmal noch eine Weile hängen, denke ich, weil das ist ja eher so Dekokram. Ja, und das Puzzle sollte auch noch fertig werden, bevor wir hier ausziehen. Durch den Umzug haben wir echt gar keine Zeit mehr gehabt, jetzt zu puzzeln. So, wir sind mal wieder in der neuen Wohnung. Ich glaube, ich habe heute noch gar nichts gefilmt und ich wollte jetzt mal zeigen, was jetzt alles schon hier ist. Wir haben nämlich wieder eine fette Ladung mit zwei Autos gemacht. Genau, und ich bin hier gerade im Bad. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar sind es ja unsere Badmöbel, die kennt ihr ja vielleicht noch. Wir können die bloß, also eigentlich wollten wir die heute aufhängen, aber wir können es nicht, weil wir die Aufhängung nicht haben. Also hier kommt der Spiegelschrank drüber mit Licht und hier über den kommt der entsprechende Hängeschrank. So, und das hier ist jetzt so mal auf Probe. Meine Konstruktion, ich finde es, also es gibt doch Leute, die neben der Toilette so eine Wand mauern, damit man so in seinem Bereich da sitzt, ne? Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Meinetwegen können da noch mehr Pflanzen ran oder sogar noch von der anderen Seite Pflanzen. Ich finde das ziemlich cool. Die Tür geht auch zu, alles easy. Tim findet es schrecklich. Ich habe aber gesagt, ich würde es gerne mal auf Probe hier stehen lassen und halt einfach mal beobachten. Genau, deswegen steht diese Wand jetzt hier, die hat nämlich sonst keine andere Verwendung. Ja, und theoretisch würde wahrscheinlich das Regal trotzdem noch dahin passen. Das steht jetzt erstmal halt so hier da. Genau, hier ist halt noch anderes Zeug. Und ja, dann haben wir hier auch schon eine richtig schöne Arbeitsecke. Die ist jetzt noch nicht fertig verkabelt, aber schon... Ja, schon recht weit hier, also mit dem Weitwinkel sieht das natürlich immer alles ein bisschen halt so verzerrt aus, ne? Aber hier ist halt diese andere Pflanzenwand. Genau, und im Kinderzimmer hat sich auch nochmal einiges getan. Und zwar haben wir jetzt hier das Regal, was jetzt so, weil wir haben jetzt halt einfach den Platz, was jetzt so rumsteht. Das heißt, hier oben kann Karl immer sein Gebautes drauf tun und muss es nicht direkt wegräumen und der Boden ist trotzdem frei. Wir haben die Küche jetzt nochmal hier hergestellt, weil ich fand das hier irgendwie nicht so schön. Ich mag das irgendwie nicht, Sachen so beim Fenster oder so stehen zu haben. Keine Ahnung warum. Jo, Bett hatten wir ja gestern schon. Die hier sind mitgekommen. Und auch im Schlafzimmer hat sich was getan. Hier liegt übrigens der Spiegel vom Spiegelschrank, den wir vergessen hatten. So, ich filme jetzt mal von hier drüben. Und zwar haben wir jetzt über diesen hässlichen Bohrlöchern den Blumenkranz, den ich selbst gebastelt habe. Und wenn ihr es sehen könnt, also hier diese Blätter, die haben wir hier in der Lichterkette auch nochmal. Also ist auf jeden Fall alles sehr, sehr stimmig. Und man sieht diese Bohrlöcher nicht mehr. Genau, das ist jetzt schon mal sehr schön. Ja, so sieht ein Schlafzimmer aus, wenn es fast größtenteils komplett ausgeräumt ist. Das ist schon wild, ne? Diese Ecke hier. Da war ja nicht viel so und keine Ahnung. Also das ist jetzt eigentlich unsere Ecke, wo wir wirklich eigentlich immer alles reinstellen können, was wir nicht mehr brauchen. Aber wir haben nicht mehr viele Sachen. Diese Schränke hier, also die sind zwei Korpusse, die sind zu groß für unser Auto. Die Türen passen rein und das, was da drin ist, diese Fächer und so, aber die Korpusse passen nicht in unser Auto. Das heißt, die kommen erst bei einer späten Fuhre mit. Die Matratze brauchen wir auch noch ein Stückchen, damit wir hier immer schlafen können, wenn wir das wollen. Den hier brauchen wir auch noch hier, solange die Waschmaschine da ist. Ja, ich habe jetzt so Ordner und so Schreibtischkram in den zwei Kisten da. Solange wir hier noch pennen, muss auch unser ganzes Bürozeug noch hier sein, auch der Drucker. Staubsauger ist auch immer gut, weil unter jedem Möbelstück, was man hier wegnimmt, ist immer irgendwie Dreck. Ja, hier im Flur ist halt auch wirklich nicht mehr so viel. Das so Pfandlager und so, das wird ja nicht mit umziehen, das bringen wir dann halt vorher weg. Hier sind unsere ganzen Tüten drin, die brauchen wir natürlich auch noch, um da Sachen zu verstauen. Ja, im Bad, das ist eigentlich auch ganz lustig, habe ich jetzt halt hier so eine Kiste. Wir haben zwar hier noch diese Fächer, aber die sind alle noch komplett voll. Deswegen ist alles, was in diesem Regal hier mal war, ist jetzt in der Kiste. Also alles davon, was wir jetzt noch brauchen. Ansonsten sieht es hier noch sehr normal aus. Ja, und hier drüben, also ganz ehrlich, die Küche ist ja noch...
also abgesehen von dem Regal hier noch vollständig. Die wird ja noch ein Stück so bleiben. Die hier können auch bald mal umziehen. Und die Pflanze, ja, jetzt haben wir halt das hier so noch. Das Puzzle ist immer noch nicht fertig. Ja, und gestrichen haben wir immer noch nicht. Also vielleicht streiche ich morgen. Aber, ja, keine Ahnung. Es war jetzt immer nur so, zwei Autos voll machen, dann rüberfahren, dann ausladen, dort halt irgendwie Kisten ausräumen, alles schon an seinen Platz stellen, alles ordentlich machen, dort alles sauber halten, ja, und dann wieder zurückfahren. So, keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, wir haben jetzt auch noch, also wir haben jetzt den Caddy und noch ein zweites Auto, was genauso groß ist. Ich weiß gar nicht, was wir da morgen alles reintun wollen, weil so viel haben wir gar nicht mehr. Also wirklich, was wir jetzt zu zweit noch transportieren können. Die Wohnung ist bald leer. Dann, ach so, im Kinderzimmer ist noch der große Schrank von Karl, der passt auch nicht in das, also in den Caddy oder das andere. Ja, keine Ahnung, da ist bei Karl ist auch nur noch Kleinkram, sein kleines Sofa. Was er jetzt halt noch hat, das alte Sofa. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das dann hinstelle in der neuen Wohnung oder wird es verkaufen oder was weiß ich. Sein Basteltisch. Es gibt wirklich nichts so. Keine Ahnung. Bin jetzt auch richtig zerstreut. Und die Tage sind auch immer recht lang. Also normalerweise würden wir jetzt um die Zeit essen. Und ich, also wir haben so spät Kaffee trinken. Nee, wir haben so spät Mittag gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall bei Karl noch ein bisschen was ausräumen, was wir morgen einladen können. Und dann irgendwie eine Stunde später als sonst essen und eine Stunde später dann auch ins Bett gehen. Also Karl geht eine Stunde später ins Bett als sonst. So, und wie beim letzten Mal gibt es wieder zum Abschluss des Videos ein Fertiggericht. Das gehört doch irgendwie zum Umzug dazu, oder? An der Stelle möchte ich das Video beenden. Wir wissen immer noch nicht, wann dieser Umzug mit den großen Teilen stattfindet. Aber wir haben bald keine kleinen Teile mehr, die wir transportieren können. Deswegen müssen wir da jetzt wirklich dann wahrscheinlich bald mal streichen. Sonst haben wir gar nichts mehr zu tun. Ja, aber sauber machen ist ja auch noch. Und Kücheninhalt rüber transportieren, dass hier nur noch das Nötigste ist. Und irgendwann müssen wir diese Küche hier auch abbauen. Aber da können wir uns halt, wie gesagt, noch echt viel Zeit lassen, weil die brauchen wir ja nicht in der neuen Wohnung, abgesehen vom Kühlschrank. Das ist so ein bisschen das Entscheidende. Ich glaube, der Tag, wo wir, also ab wo wir dann in der neuen Wohnung richtig, so richtig, richtig wohnen können, ist wirklich, wenn der Kühlschrank umgezogen ist. Weil vorher, ich meine, wir haben Sommer, du kannst nicht mal irgendwie was auf den Balkon stellen oder so, ne, wie im Winter. Wenn der Kühlschrank kaputt geht, stellst du einfach alles raus, da sind irgendwie minus 4 Grad oder keine Ahnung, ne, aber so geht es natürlich nicht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Seid gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt. Und ja, bis dahin. Life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite.